Heute ist Palmsonntag und bevor wir mit unserem geistlichen Impuls beginnen, möchte ich mit Ihnen in die feierlich geschmückte Kirche einziehen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, heute ist Palmsonntag und was Sie hier sehen, ist nicht die neue Atemschutzmaske, sondern einfach eine Maske für einen Esel von einem Krippenspiel. Denn der Esel begleitet Jesus auch in der Krippe, Ochs und Esel, und eben auch beim Einzug in Jerusalem. Warum reitet Jesus gerade auf einem Esel und nicht auf einem Pferd? Wäre doch viel feierlicher und festlicher. Die Auskunft darüber gibt uns auch heute wieder das Evangelium, Matthäus 21, 1 bis 11, wo beim Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel gesagt wird, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Jesus kommt also nicht auf einem kriegerischen Pferd daher, sondern auf einem Lasttier. Oder auch dem Reittier der Armen. Im Alten Testament gibt es ja auch den Biliam, der auf einem Esel reitet. Und der Esel ist immer sehr störrisch, sehr eigensinnig und darum nicht zum Krieg geeignet. Und Jesus, der da einzieht, nicht, würde man heute sagen, in einer Staatskarosse, sondern vielleicht in einem alten VW-Käfer, der ist der Friedensfürst. Wir hören jetzt überall Corona und Corona. So sehr wir auch mit diesem Virus zu kämpfen haben, aber viele Kämpfe auf der Welt haben nicht aufgehört. Man hört nur sehr wenig in den Medien. Wahrscheinlich geht es in Syrien weiterhin drunter und drüber. Wahrscheinlich ebenso im Irak. Letztendlich an der Ostgrenze der Ukraine ist auch schon seit vielen, vielen Jahren Krieg und irgendwie gerät es in Vergessenheit. Und das sind nur die Kriege in unserer Nähe, von den weltweiten Kriegen gar nicht zu reden. Der Friedensfürst ist also notwendiger denn je. Jesus Christus ist der Friedensfürst. Das zeigt eben auch sein Reittier, der Esel. Und Jesus sagt selbst zu uns, selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. So rufen wir heute Jesus Christus, dem Friedensfürst der ganzen Welt zu. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe.